Viel Vergnügen, wunderschönen guten Abend an euch alle auf Twitch und es geht weiter. Im Spiel wird darüber diskutiert, im Chat wird darüber diskutiert, zu Recht, die große Bedeutung von Militärpionieren später. Entweder darüber, dass sie Eisenbahnlinien bauen oder dass sie, das ist noch naheliegender, Gebirgstunnel errichten, durch die man dann über große Entfernungen hin und her springen kann. Hat einer Nordbomen gerade zu Recht darauf hingewiesen. Hier sind immer noch keine Barbaren gekommen. Die hat einen Scout geschickt. Keine Ahnung, was hier schiefgegangen ist. Eine Runde weiter. Bei den Politikkarten bleibt es dabei, dass wir die Siedler etwas schneller bauen und gegen Barbaren, wenn wir sie mal treffen würden, etwas stärker kämpfen würden. Gebirgsmühle sind hier wie Biber, das stimmt. Hallo Doc Shen. Nächste Produktion, da ist der Kornspeicher. Danke an Raptor fürs 12. Abo. Ein Jahr schon? Danke dir. Blutpforte, da ist der Kornspeicher. Zwei Wohnraum mehr und ein Nahrungspunkt. Etwas Expansion. Hier wollen wir später ein Schutzgebiet hinsetzen. Und im Prinzip können wir das so durchlaufen lassen. Ich frage mich gerade, ob der Glaubenspunkt hier so elementar ist. Ich würde lieber auf das Gold im Augenblick gehen. Wir wissen auch gar nicht, ob wir den Glaubenspunkt zu irgendwas Gescheitem nutzen können. Gebirgstunnel ermöglichen mehr Handelsrouten, argumentiert Maxwell Tesla. Handelsrouten sind gebunden, also die Entfernung, wie weit die geschickt werden können, über die Wege, die dürfen nicht zu lang sein und über Gebirgstunnel ist dann viel möglich. Ja. Kornspeicher wurde gebaut, hier ein Handwerker oder hier auch ein Siedler. Noch ein Siedler und den schicken wir dann rauf und hier oben, hier machen wir einen Siedler ein. Und den kann man nachher bewachen mit dem, der eine Tier vorne, die kann dann zurückziehen. Nächster Siedler im Bau, wir haben eine Karte drin, durch die Siedler schneller gebaut werden können. Graf Dracubul hofft, dass hier unten gleich Barbaren kommen. Wir hatten schon mal einen Scout gesehen, ich hoffe, das klappt. Eine Runde weiter. Beim Thema Nahrung ist es hier echt knifflig. Könnten Geländefelder dazu kaufen, aber das ist alles so. Wir machen erstmal den Bürger weg hier. Hier vorne dagegen, das hatten wir uns gerade angeguckt. Hier vorne haben wir gerade den zweiten Bürger bekommen. Mit anderen Worten, jetzt sind hier doppelt so viele wie zuvor. Das Monument dauert sehr lange, aber so geht die Nahrungsversorgung wieselflink. Einmal weiter bitte. Im Chat, vielen Dank an E-Boots. Ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Die Chatmods bitte mal kurz auch hin und wieder vielleicht darauf hinweisen, wenn jemand das auslöst. Die Asus-Seite, der Code, den wir da gerade haben, der funktioniert im Augenblick nicht. Das ist anscheinend gestoppt. Ich muss da mal nachfragen, dass der Code WB Plus wieder funktioniert. Der ist im Augenblick lahmgelegt, da gab es irgendwo eine Panne. Ich frage da morgen mal nach. Oder übermorgen. Morgen ist ja in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, ein Feiertag. Jetzt könnten wir die heilige Stätte bauen. Ich befürchte aber im Thema Religion. Eine erst gegründet. Die nächsten großen Propheten im Spiel. Hier, schaut mal, das ist sehr interessant. Die Georgier können keinen weiteren großen Propheten rekrutieren. Das heißt, das ist die Fraktion, die Religion gegründet hat anscheinend. Tatsächlich. Das heißt, die Punkte verfallen hier. Das ist ein Vorteil für uns. Vier Religionen konnten noch gegründet werden. Die bewegen sich darauf zu. Wir müssen die letzte erwischen. Ich glaube, Georgien hat die Religion geschafft über Stonehenge. Stonehenge war ganz früh gebaut worden. Das heißt, für Stonehenge müssen wir auch keinen Bang und Bammel mehr haben. Das heißt, wir müssen hier nur als Vierter von denen einlaufen. Zweiter Platz, dritter Platz, vierter Platz. Wir müssen nur als Fünfter einlaufen. Es kann sein, dass wir das schaffen, Leute. Es kann sein, dass wir das hinbekommen. Wir müssen jetzt nur entschlossen nach dem Siedler hier eine heilige Stätte bauen. Dann kriegen wir das hin.
Lass uns mal überlegen, wir haben drei Aktionen, was wir damit machen. Ich habe doch richtig im Kopf, wenn man eine Weide baut, gibt es, glaube ich, einen Produktionspunkt. Wenn man Reis bebaut, gibt es einen Nahrungspunkt. Wenn Weizen bebaut, gibt es auch einen Nahrungspunkt durch den Bauernhof. Ich finde eigentlich hier vorne die Weide potenziell am interessantesten. Das Feld gehört uns hier noch nicht, wenn wir das dazu bekommen würden, das wäre ein sehr cooles, dann würde das Jagdlager 2 Gold mehr geben. Ja, wir könnten das Feld hier auch kaufen oder auf das abwarten. Ich würde sagen, einmal eine Weide, das wäre, Weiden geben, glaube ich, eine Produktion. Ich gehe mal sicherheitshalber nochmal kurz nachschauen. Ja, anfangs eine Produktion, halber Wohnraum, später noch mehr. Ich würde tatsächlich hier oben hin. Die Frage ist, wollen wir die einen Reis noch mitnehmen? Ist es hier Schwemmland? Schwemmland würde oft überschwemmt werden. Es ist Schwemmland. Und das hier ist auch Schwemmland. Wenn es hier eine Überschwemmung gibt, ist die Ressource kaputt. Alternative könnte sein, wir gehen auf Weizen. Weizen steht auf einer Ebene. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das mal kaputt geht. Zumindest nicht durch eine Überschwemmung. Es könnten nur andere Naturkatastrophen sich ereignen. Was würdet ihr halten von einmal Weizen modernisieren, einmal Viehweide und später einmal hier vorne die Pelze? Das würde ich machen. Die Steine gingen auch. Der Steinbruch würde 2-3 bringen, ja. Erster Schritt ist aber, wir gehen hier oben hin. Nächste Forschung. Wir könnten gehen auf den Campus, der geht schön schnell. Die Plantage gibt uns die Möglichkeit, eine weitere Luxusressource zu bekommen. Im Augenblick bauen wir keinen Campus, im Augenblick bauen wir heilige Stätten. Wir könnten das Lager besser verteidigen, wenn wir die Bogenschützen hätten. Die Stadtmauer kommt allerdings über die Steinmetzkunst. Wenn wir die Stadtmauer haben und die gebaut hätten, dann könnten wir die Barbaren, wenn die denn endlich hier kämen, könnten wir das hier besser verteidigen. Sollen wir das machen? Auf Nummer sicher gehen und die Stadtmauern uns holen? Ja? Allerdings stolze 12 Runden ginge schneller, wenn wir den Steinbruch bauen. Das heißt, wir könnten oben das Geländefeld kaufen mit der Steinbonusressource. Da hätten wir noch einen doppelten Grund dafür. Den Steinbruch bauen, dann brauchen wir hier nur 7 Runden. Okay? Ja? Weil dann 40% der Forschungskosten uns geschenkt werden. Das machen wir. Wir kaufen hier einmal. Wir ziehen dann hier hin. Ah ne, wir wollten erst die Weide hier bauen. Entschuldigung. Was ist da oben bloß? Immer noch keine Barbaren näher kommen. Das ist unfassbar. Ich park den mal in der Hauptstadt hier. Nee, im Chat wird darüber diskutiert, ob die Lagermauer sinnvoll ist. Sie ist es, weil das ist die Übersicht über die Kontinente. Den Kontinent Kasachstania dürfen wir nicht betreten. Aber wir dürfen per Fernkampf Einheiten töten, die davor stehen. Oder Einheiten, die im Nahkampf hier drauflaufen und dabei sterben. Wenn die sich umbringen wollen, das geht natürlich auch. Und wenn wir den Drakobol, den Grafen, hier drauf stationieren, dann bekommt der Spiel technisch durch diesen Modus, mit dem wir spielen, immer dann, wenn hier auf dem Geländefeld eine Einheit stirbt, egal wodurch, bekommt der einen Grundstärkepunkt mehr. Bis zu 10 mehr durch Barbaren, die ja sterben. Würden andere Einheiten sterben, dürften es auch mehr als 10 sein. Die ersten 10 Barbaren, die ja auf dem Geländefeld sterben, geben ihm, wenn er hier daneben steht, jeweils einen Kampfstärkepunkt mehr. Ja? Wir wissen nicht, ob die Barbaren wieder abhauen. Das können wir überhaupt nicht beurteilen. Und wenn wir einen Bogenschützen hätten, der hier vorne steht, der sollte eigentlich, wenn hier ein Bogenschütze steht, ne, also die Stadtmauer kann erstmal auf Barbaren schießen. Der Schleuderschütze, der müsste halt rechtzeitig wegziehen und dann mit dem Graf Drakobol wieder den Platz tauschen, weil der hat nur eine Reichweite von 1. Würden wir aus dem irgendwann einen Bogenschützen machen, könnte er auch von dem Feld oder von dem hier drauf feuern. Das sollte gehen. Und die Stadtmauer könnte ja
was weiß ich, die letzten Lebenspunkte an Barbaren klauen. Und wenn der Graf Drakebol hier drauf steht, hätte der einen Punkt mehr dann. Jetzt machen wir die Weiden. Rika für die Reiterei. Und hier vorne kommt gleich in 6 Runden der nächste Bürger. So in 5. Das ist kaum ein Unterschied. 5 und 6 ist kein nennenswerter Unterschied für mich. Hier vorne hin. Wir wollten hier runter dem Siedler entgegenziehen und... Der große Kyros von Persien. Die Perser verfolgen uns. Wir haben ja auch eine Partie, eine Live-Partie mit den Persern bei Old World, was mir unfassbar viel Spaß bereitet. Und wer war der legendäre Herrscher, mit dem wir bei Old World mit den Persern begonnen hatte? Kyros. Das heißt, wir begegnen uns hier selber. Wir hatten bei Old World zuerst Kyros gehabt, den Papa, und der hat dann später vererbt an seinen Sohnemann, den Prinzen. Der heißt bei uns bei Old World auch Kyros. Kyros Junior halt. Kyros verfolgt uns da und auch hier. Und jetzt muss ich im Kopf umschalten, umswitchen. Und plötzlich bin ich nicht mehr Kyros, sondern Kyros ist mein Feind oder mein Gegner. Auf jeden Fall jemand anders. Traut ihr mir das zu? Ich hoffe, ich schaffe das im Kopf. Eine Ehre, euch kennenzulernen. Infos über die Hauptstädte austauschen. Und seine Hauptstadt ist gar nicht so weit weg hier vorne. Was? Marcells Technikschule. Benannt nach unserem Community-Moderatoren. Marcel, Ende Juni. Ende Juni. Ich glaube, der vorletzte Sonntag im Juni. Liebe Chatmods, schlagen wir bitte den Termin nach in unserer internen Terminliste und postet bitte mal in den Twitch-Chat, damit ich es auch lesen kann und den YouTube-Leuten erzählen kann, wann unser nächster PC-Baustream ist. Dann bauen wir einen neuen, also mein PC bekommt dann ein Upgrade. Ich bekomme eine neue Grafikkarte. Vielen Dank an Asus, meinen Ausrüster. Achtung! Werbung, dass Sie es alle mitbekommen haben. Werbung, das böse Wort. Mein PC wird aufgebrezelt und wir verlosen dabei einen Monitor. Ja, einen Asus-Monitor. Verlosen wir live auf Twitch. Am 23. Juni sei das, meint Black Panther. Ich glaube, das ist ein Sonntag. Ab dem Nachmittag spiele ich irgendein anderes Spiel. Civ zum Beispiel, mal gucken. Und ich glaube, ab 20 Uhr oder ab 19 Uhr. Guck mal bitte kurz nach. Ich glaube, ab 19 Uhr ist unser PC-Baustream dann. Und wie immer heißt es, leider können unsere Chat-Moderatoren nicht mitmachen und den Monitor nicht gewinnen. Die sind von Verlosung ausgeschlossen. Jedes Mal, wenn ich das sage, ist mir das super peinlich. Ist leider so. Die treuesten der Treuen sind von den coolsten Verlosungen bei uns immer ausgeschlossen. Wir gucken mal, was der sonst noch für Städtenamen hat, ja? Bin sehr gespannt. Ja, ist die anderen? Erholungsgarten und Strategiezimmer. Mit denen hat er begonnen hier. So, so. Wir verkaufen ihm mal offene Grenzen. Gegen ein Gold. Was für eine Unverschämtheit. Und dann natürlich nicht. Eine Runde weiter. Außenhandel ist gleich da. 3 Runden ein Siedler, 10 Runden ein Siedler und in 13 Runden ein Monument. Einmal weiter, bitte. Ja, vielleicht... Die Nation lebt vom Tausch. Ausrichtung abgeschlossen. Außenhandel. Immer mehr Handelswege möglich. Schiffe auf der Karte. Könnten wir schneller bauen? Nein, danke. Handelswege, die wir nicht haben, würden mehr Gold bringen. Vielen Dank für nichts. Nächste Ausrichtung, die wir uns holen. Nach dem Außenhandel. No-Brainer. Ein No-Brainer. Die erste coole Regierung. Wahlweise klassische Republik, Autokratie, Oligarchie oder als vierte Option möglich, auch wenn es noch nicht steht, aber durch den WB-DLC immer freigeschaltet auf Twitch, die Bürokratie. Hier vorne. Ja. Chatmods behaupten manchmal, es würde sich um eine Bürokratie handeln, aber
Die haben leider vergessen, diesen Namensvorschlag eben wie vorgeschrieben in doppelter und dreifacher Ausfertigung mit dem Stempel vom Praktikalb abzuliefern. Deshalb kann ich diese Kritik leider nicht entgegennehmen. Hier oben geht's hin. In 11 Runden sind wir fertig. Hier vorne kommt gleich der Siedler. Ein weiterer Gouverneurstitel, deshalb soll man das Staatsdienerdom vorziehen. Das würde 6 Runden dauern. Weil wir dann mehr kulturelle Forschung hätten, ne? Dann könnten wir nämlich reingehen und könnten mit dem Pingala befördern auf Connoisseur. Dann hätten wir 2 Kultur mehr, Northbowman. 2 mehr. Im Augenblick haben wir 7. Dafür mache ich keinen Umweg. Nein. Wir ziehen das hier durch mit der politischen Philosophie. Nee, nicht 3, weil hier doch der Siedler entsteht. Der zieht da einen Punkt ab hier. Da war die Weide. Hier vorne kommt jetzt der Steinbruch, bitte. Bandai Brunei haben wir entdeckt. Einen weiteren Stadtstaat. Wir haben eine Quest bekommen, einen großen General. Und hier sind andere bereits. Kyros hat einen Gesandten dort. Okay. Wir wollten. Ach, guck mal hier. Schaut mal, der Vulkan hier. Wie die Geländefelder hier düngt. Hier müssen wir auf jeden Fall coole Städte setzen. Da können wir noch mehrere coole Städte setzen. Da geht's runter. Auf jeden Fall. Wir ziehen. Ich gehe mal kurz gucken, was hier links ist. Wir ziehen gleich hier einen Siedler los in 9 Runden. Aber ich finde, Siedler können auch gut auf sich selber aufpassen. Ich will mal gucken gehen, was hier links ist. Wir müssen den nicht einen Bodyguard gegenüber schicken. Ich finde, man kann Siedlern auch zumuten, ohne militärische Begleitung rumzulaufen. Im Ernst. Man sollte diese Siedler nicht immer so in Watte packen. Die sollten sich im Leben behaupten können. Ich bin auch kein Helikopterpapa. Ganz im Ernst. Wer Siedler... Ganz im Ernst. Spieler und Spielerinnen... Spieler und Spielerinnen, die ihre Siedler mit Militäreinheiten begleiten lassen, das ist meine persönliche Überzeugung, sind Helikoptereltern. Das will man nicht sehen bei Civ. Daumen runter. Alle Leute, die Siedler begleiten lassen durch Militäreinheiten, das sind Helikoptereltern. Kommt mir nicht in die Tüte, so spiele ich nicht. Wird nicht gemacht. Ja? Euer Volk ist so vertrauensselig. Wir haben zu wenig Militär. In einer Runde endet die Antike und wir bekommen ein normales Zeitalter. Mit anderen Worten, das langweiligste, was es gibt. Ich hätte lieber ein dunkles gehabt. Hätten wir coole, dunkle Politikkarten bekommen. Mal gucken, wo es da hingeht. Einmal Steinbruch bauen. Heureka für die Steinmetzkunst. Und hier vorne wiederum. 9 Runden ein Monument und danach können wir dann weitermachen mit einem Siedler. Siedler wäre in 15 Runden da. Hier kommt die Siedlerpumpe hin. Ob mit oder ohne Magnus, das geht auch so. Gleich haben wir einen Siedler in einer Runde und hier haben wir in der nächsten Runde den nächsten Bürger, bitte. Der echte Keks meint, wir brauchen keine Helikoptereltern. Für die Siedler wären Berge, die den rechts und links durch den Weg hindurchbringen. Wir wählen eine Widmung, da ist unser Siedler, den dritten Bürger, den wir hier bekommen haben, positionieren wir. Ja, der positioniert von sich von alleine hier irgendwo hin. Geländefelder kaufen, könnten wir gleich machen. Wer macht es so langsam? Ist das vielleicht doch sinnvoll? Wir haben ein normales Zeitalter. Die Georgier geben an mit ihrem goldenen. Die anderen haben auch normale. 4 andere Zivilisationen kennen wir noch nicht. Wir holen uns. Ich würde auf freie Forschung gehen. Normalerweise in dieser Spielphase überlegt man sich, ob man freie Forschung nimmt oder den Exodus der Evangelisten. Auf normalen Karten. Weil man kann darauf spekulieren, dass man eine Religion gründet, das ist bei uns nicht ausgeschlossen. Dass man dann, wenn man schnell
expandiert und schnell andere Städte bekehrt, darüber viele Zeitalterpunkte bekommt. Das ist hier, wird es aber nicht sein, denn wir können realistischerweise nur die, Entschuldigung, im besten Fall nur die eigenen Städte bekehren, weil die anderen so weit weg sind. Vielleicht nur ein Stadtstaat. Die Entfernungen sind zu groß. Deshalb ist das unwahrscheinlich, dass uns das viel hilft. Wir machen, gehen auf Nummer sicher, holen uns die freie Forschung. Das ist so die, Standardgeschichte, die man sich holt. Wir arbeiten gerne mit Heurekas, also mit dem gezielten Freischalten von diesen Boosts für die naturwissenschaftliche Forschung. Ist sehr wahrscheinlich, dass das hier klappt. Ja? Andi, vielen Dank fürs 39. Liebe Grüße an dich, Andi. Danke dir. Vielen Dank, für dass du so langjährig dabei bist. Und nächsten Monat feiern wir gemeinsam ein kleines Jubiläum. Da ist der Siedler. Mit dem überlegen wir uns gleich, wohin wir ziehen. Ich hatte gesagt, die Stadt soll so groß wie möglich werden. Auch wegen Pingala. Noch mehr Hand. Also, ich verkneife mir noch einen Siedler zu bauen. Heilige Städte können wir nicht bauen, weil wir schon das Lager bei Partiestadt hatten. Der Bau jedes weiteren Bezirkes braucht 4 Bürger. Daran hatte ich eben überhaupt nicht gedacht. Als wir die Heilige Stätte über Forschung uns geholt haben und dann trotzdem auf Siedler gegangen sind, ich hatte komplett vergessen, dass das hier keine normale Partie ist, sondern eine mit einer vorgegebenen Karte und dass hier das auf das Lager, auf das Bezirkslimit drauf geht. Ich habe nicht dran gedacht. Und damit ist die Sache mit den Religionen plötzlich echt schwierig geworden. Und jetzt können realistischerweise nur andere Städte uns aushelfen und die heilige Städte bauen. Das ist jetzt echt doof. Es sind 2 wurden gegründet. 3 können noch gegründet werden. Und jetzt wird es schwierig. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt wird es mit der Religion echt unwahrscheinlich. Dann müssten wir jetzt hier schnell eine heilige Stätte bauen. Wenn wir in beiden Städten die 19 Runden. Und wir haben ja schon weitestgehend auf Produktion umgestellt. 19 Runden für eine heilige Stätte. Wenn wir parallel hier noch eine heilige Stätte bauen würden, die wäre frühestens fertig in 13 Runden. Und wir haben ja schon weitestgehend auf Produktion gestellt. Wir können an jeder dieser beiden heiligen Städten ein Projekt einstellen, das mehr große Persönlichkeitspunkte generiert. Aber wie wahrscheinlich ist das? Wir könnten nachher, wir bekommen in 6 Runden die Möglichkeit, hier vorne eine Regierungsform zu bekommen mit Jokerkarten. Und dann könnten wir, hätten wir die Mystik schon erforscht, könnte man diese Karte reinsetzen, die nochmal 2 große Prophetenpunkte bringt. Aber selbst die haben wir jetzt noch nicht. Wir könnten große Persönlichkeiten kaufen mit Geld oder Glauben, aber das ist so teuer, weil wir ja kaum was haben bislang. Ich sehe, es ist nicht realistisch. Ich würde jetzt nicht alles auf das Pferd setzen, auf den Gaul setzen, irgendwie noch die letzte Religion im Spiel zu bekommen. Wir kennen noch gar nicht alle anderen Zivilisationen im Spiel. Stellt euch vor, Eisdacher der Kartenbauer, so ein abgefeimter Halunke, wie er ist, hätte uns noch die Araber und Saladin reingehauen in die Partie. Würde ich ihm zutrauen, dem Burschlein, dann hätten wir eine Zivilisation im Spiel, die immer automatisch den letzten großen Propheten bekommt, mit dem man eine Religion gründen kann. Würde ich ihm zutrauen, nur um mich zu ärgern. Im Ernst. Das ist eine Charakterfrage und wir haben alle schon mehrere Challenges von Eisdrachen gespielt. Wir wissen, womit wir hier rechnen müssen. Mit dem Gemeinsten, mit dem Abgefeimtesten. Also wäre ich er und hätte ich seinen Charakter, dann würde ich mit Saladin operieren hier. Mit anderen Worten, er wird es gemacht haben, der Schuft. Oder er denkt sich, ja, WB denkt sich ja, ich würde Saladin in Spieler einnehmen. Oh, das wäre so gemein. Wenn er glaubt, dass ich ihn für so mies, dass ich
Es könnte sein, dass er glaubt, dass ich überzeugt bin, dass er so einen schlechten Charakter hat, dass er auf jeden Fall Saladin einbaut. Dann könnte er noch abgefeimter sein. Damit rechnen, er Saladin nicht einbauen, sondern irgendwelche Langweiler-Zips haben und sich beim Betrachten des Streams daran laben, wie ich freiwillig darauf verzichte, die letzte Religion mir zu holen, weil ich mir denke, das geht eh nicht. Er hat ja Saladin platziert. Dann würde er doch vielleicht eine Stunde lang im Stream sitzen, im Chat, und die Daumen drehen und sich einen ablachen darüber. Oh Gott, es wird immer... Egal, wie man dreht und wendet, Eisdrache, echt. Schande, Schande hier. Schande. Da ist der Eisdrache im Chat. Schnappt ihn euch, zeigt ihm, was ihr von ihm haltet. Postet bitte jetzt mal das Emote im Chat, das eurer Meinung nach den Charakter von Eisdrache am besten verdeutlicht. Wir euch nicht beeinflussen. Postet bitte mal, Eisdrache hat sich im Chat geäußert, gerade. Postet mal bitte das Emote, von dem ihr glaubt, dass es den Charakter von Eisdrachen Blumensträuße. Nein, wir haben ein Teufelssymbol. Lieben, ja, ich wollte euch ja nicht beeinflussen. Ich bin entsetzt, mehr Blumensträuße für ihn. Ich bin entsetzt, schockiert, gedemütigt. Themenwechsel ganz schnell. Nein, also, ich hab keinen Bock jetzt auf Religion zu gehen. Nur auf die vage Chance, dass das klappt. Wir gehen auf Expansion mit Siedlern. Ich pfeife auf das Thema Religion. Komm. Hab keinen Bock drauf. Das ist ja... Will ich nicht, ja. Wir haben einen Siedler gebaut. Wir wollen ja Pingala weiter boosten und können... Wir können hier keinen Siedler bauen, sonst können wir gar keinen Bezirk hier bauen. Wir gehen hier auf Handwerker, können auf Händler gehen, damit wir Straßen ziehen können, damit die Siedler schneller aufbrechen können nachher. Und wir könnten auch darüber hier Nahrung generieren. Das können wir machen, einen schnellen Händler machen oder einen Handwerker nochmal. Einen Handwerker, dann einen Händler. Wassermühle. Ein Handwerker. Er hier den Weizen anschließt. Wir machen erstmal den Handwerk. Neue Stadtquests bekommen im neuen Zeitalter. Heureka fürs Bogenschießen bitte oder einen Handelsweg Richtung Fes zu schicken. Bringen uns hier vorne einen weiteren Gesandten hin. Wir haben im Augenblick zwei. Schicken wir einen dritten hin, sind wir so souverän. Wird uns zwei Zeitalterpunkte bringen und Kartenkenntnis vor allem auch. Wir könnten hier problemlos durchmarschieren. Das würde mich sehr motivieren. Wir könnten zum Beispiel von Dracus Bull aus einen Händler nach Fest schicken, hier eine Straße rüberziehen und dann hier den dritten Gesandten bekommen. Ja? Das wäre eine Option. Ein weiterer Siedler. Wir ziehen mal rauf Richtung... einer entsteht hier. Hier oben sind tolle Plätze für viele, viele Städte. Rund um, das ist die Siedlerlinse. Das sind die Ressourcen. Hier haben wir kein Trinkwasser. Aber das ist Deluxe hier vorne. Hier kommen auch schon die Nachbarn von der Ecke. Ich ziehe mal rein und gucke mal, ob man hier durchziehen kann. Ja, wir müssen ganz dringend schnellstmöglich hier oben hin und siedeln. Da müssen wir hin. Da geht's rauf. Da führt ein Siedler rauf und der nächste. Dagegen ist das hier nur so halb spannend. Wir müssen dringend hier oben rauflaufen. Deshalb ist der Straßenbau auch eine coole Geschichte. Ob ich mit Einheiten von Stadtstaaten auf den anderen Kontinent ziehen darf? Du meinst mit Söldnereinheiten? Nein. Und mit der dritten Einheit, mit dem dritten hier vorne, könnten wir entweder nochmal Reis uns holen, Pelze anschließen, die bekommen wir gleich von alleine. Dann hätten wir auch noch ein weiteres Luxusgut zur Verfügung. Im Augenblick haben wir nur Diamanten. Das könnten wir machen. Einmal hier vorne hin, bitte. Und wieder eine Runde weiter. Ja, Siedler ziehe ich von alleine los. Wie gesagt, ich will nicht Helikoptereltern sein. Wenn wir wollen, könnten wir ihm allerdings gleich den
hier oben runter und entgegenziehen. Das wäre möglich. Also Religion pfeifen wir. Wir gehen auf politische Philosophie. Davon wieder auf wechseln wir dann rüber zum wahrscheinlich zum Staatsdienertum, Regierungsplatz und Gouverneurstitel, um weitere Gouverneurstitel zu erhalten. Einen Gouverneurstitel müssen wir im Hinterkopf behalten. Wir brauchen nämlich einen, den wir auf jeden Fall ab dem Mittelalter, ab dem nächsten Zeitalter brauchen, für den Blutpakt und für den wachsenden Hunger. Und das nächste Zeitalter kommt frühestens in 40 Runden. Da können wir also noch jede Menge Gesandte woanders investieren. Pingala, Kultur hier drüber, Campus-Distrikte über die Forschung holen, Stadtmauer schalten wir frei, bauen wir hier vorne, damit wir uns hier gegenüber dem Späher und den Barbaren zur Wehr setzen können. Und bei der naturwissenschaftlichen Forschung geht es danach dann weiter. Wir können auch kaum Campus-Distrikte bislang bauen. Ich würde sagen, danach geht es in Richtung Plantagen, Bogenschießen, Campus. So in der Art, das könnten wir machen. Das sind die beiden nach der Steinmetzkunst. Ja?